Hallo liebe Fabila Gaming Zuschauer, hier ist Fabian und ich spiele gerade Glitchskier, den Titel, der beim Deutschen Computerspielpreis 2017 den Preis als bestes mobiles Spiel 2017 bekommen hat. Das Spiel stammt von dem Hamburger Entwickler Shelly Allen und die Mobilkategorie war mit 40.000 Euro Preisgeld dotiert und die Begründung für den Preis war, dass der Arcade-Shooter Glitchskier ein brillantes Zusammenspiel von Metapher, Gameplay und Ausführung bietet und sich von anderen Spielen in diesem Genre vor allem durch die Grafik und den Sound abhebt. An diesem Spiel sitzt jeder Pixel, jeder Effekt, die komplette Mechanik. Und das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Ich klicke mal hier. Das hier ist der Startbildschirm der App. Die App kostet übrigens 99 Cent. So, wo kann ich hier drücken? Doppeltap. Installation Info, Burn or Mount. Copy the bin folder over to your hard drive. Play the game. Okay. Glitchskier-Exe. Alles klar, was gibt's in den Settings? Highscore Game, Relative Touch. Ja gut, da gehe ich jetzt mal nicht ran. Wir starten direkt das Spiel. Touch to move. Pick up Weapons. Ihr seht schon, das Ganze hat so den totalen Retro-Touch. Aber mit kräftigen Soundeffekten und cooler Musik. Und das Ganze ist halt ein Highscore-Shooter. Verflixt, da unten kommen auch schon wieder Gegner. Ich mag die Musik. Passt sehr gut zum Spiel. Kann ich das File downloaded? Okay. Vorsichtig. Es macht auf jeden Fall Spaß. Sollte man vielleicht gar nicht meinen, wenn man nur die Screenshots von dem Titel sieht. Ich hätte gerne mal ein bisschen stärkere Waffen hier. Wie geht denn das? Ah, oh, verflixt. Okay, gut gegangen. Oh, was schießt der denn hier mal auf mich? Ah, hier, das sieht gut aus. Der hat ein Schild. Es gibt eben auch mehrere Bosskämpfe. Das hier scheint einer zu sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe meine Waffen verloren. Ich vermute, ich kann nicht mehr viele Treffer einstecken. Mein Score steht oben bei 254. Ja, es war ein bisschen mit Ansage. Ich habe mich ein bisschen schwer getan jetzt. Sehr gut, also direkt am ersten Boss gescheitert. Wahrscheinlich darf ich jetzt wieder von Anfang an spielen. Also diese ganzen roten Sachen hier, die kann man abschießen, die hellen Sachen nicht. Wir werden uns jetzt auch mal ein bisschen mehr darum bemühen, diese roten Sachen zu treffen. Ist auf jeden Fall erstaunlich, was man mit so simpler Grafik trotzdem so an Effekten auf dem Bildschirm zaubern kann. Wenn ihr den Titel schon gespielt habt, bitte schreibt mal in die Kommentare, was euer Highscore war. Boah, verflixt. Also, ich war in der zweiten Runde schlechter als in der ersten, aber der Level hat sich auch geändert. Also, die Level sind nicht immer gleich. Das fällt mir jetzt so spontan auf, aber es macht Spaß.
Hier wieder mal das Waffen-Upgrade eingesammelt. Ob das jetzt das beste Mobile Game 2017 oder der letzten Monate war, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein cooles Spiel. Das kann ich jetzt nach den ersten paar Minuten schon sagen. Es wirkt sehr stimmig. Steuerung ist okay. Ist ja häufig immer so ein Problem bei solchen Shootern. So, da ist wieder dieser Typ. Geh doch kaputt! Wow, wow, wow! Also dieser Teil ist einfacher als der zweite, den ich eben hatte. Ah, Waffen-Upgrade, komm her. Da ist wieder der Boss. Ja, komm. Ah, oh, diese Weißen. Nein. Ah, verdammte Axt. Nein, nicht treffen. Oh my Gott. Okay, 288. Komm, den Boss, den werden wir jetzt aber mal irgendwie schaffen. Ich kann diese Buchstaben hier durch die Gegend feuern. Ich sammle mal mehr von diesen kleinen Teilen ein. Ich glaube, das könnte auch der Schlüssel zum Erfolg sein. Um mich aufzurüsten. Vorsichtig nicht treffen lassen. Yeah, jetzt habe ich schon einen neuen Highscore. Ich bin jetzt schon besser als eben bei den ersten Läufen. Neue Waffe, komm her. Oh nein, nicht da rein. Ich bin genau reingeflogen, verdammt. Ah. Wow, sind die schnell. Nein, nicht treffen. Ja, das sieht mal wieder ganz miserabel aus. Ich glaube, ich kann nur noch einen Treffer oder so einstecken. Ja, verdammt. Also, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ich glaube, es gibt, habe ich gelesen, 4 von diesen Bossen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es dramatisch unfair wäre. Also diese... Komm, schnell diese ganzen Sachen aufsammeln. Also ich meine, natürlich sind diese Teile da am Ende bei dem Boss, diese Weißen, ziemlich schnell unterwegs teilweise. Das macht es nicht einfach.
Aber ich glaube, es war immer nur mein eigenes Unvermögen, dass es nicht funktioniert hat. Der Level sieht jetzt wieder ein klein bisschen anders aus. Ich weiß noch nicht genau, worin sich jetzt die ganzen Level so unterscheiden. Es sind, glaube ich, nur teilweise Unterschiede. Also dieselben Elemente kommen immer wieder vor. Aber der Level ist definitiv nicht hundertprozentig identisch zu dem, den ich davor immer gespielt habe. Aber die hier, die kenne ich auch schon. Ja, und die Waffe hatte ich bislang auch noch nicht. Wie ich diesen Boss hasse. Das Problem bei diesen Shootern, das habe ich hier zum Teil jetzt auch, das ist, dass man sich mit dem Finger so ein bisschen die Sicht verdeckt. Das heißt, man sieht dann nicht immer, wenn da unten diese Dreiecke angeflogen kommen. Aber die Waffe hier, die ist cool. Die ist super geeignet. Wow, nein, sie ist weg. Wie die Musik sich ändert, ne, beim Boss. Ah, verdammte Axt. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Yes! Ein Boss weniger, neuer Highscore. Komm, ich brauch die Waffe. Noch eine Waffe. Wow! Verdammt. Yes. Wie immer gilt, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, bitte gebt mir einen Daumen hoch oder schenkt mir ein Abo, falls ihr es noch nicht habt. Ich stelle regelmäßig neue Apps vor, montags bis freitags. Um 20 Uhr gehen die neuen Videos online. Außerdem freue ich mich über jeden Kommentar. Und ihr könnt mitbestimmen, welche Spiele ich länger vorstellen soll oder nicht. Schreibt es einfach in die Kommentare. Also wenn ich irgendein Spiel spiele, was euch gefällt, ihr aber sagt, ja, ich würde davon gerne mehr sehen, dann schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Das ist Boss Nummer 2 und ich kann natürlich nur diese rote Fläche treffen. Woho! Verdammt, Axt, das ist nicht einfach. Fiese sind diese Gegner, die von unten kommen. Ja, weil ich nicht ausweichen kann, weil ich nicht weiß, wohin. 723. Schreibt euren Highscore bitte in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Das war Glitchskier, der Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2017 in der Kategorie Mobiles Spiel.